Kamera läuft, Licht an, Ton an, ich übergebe die Bühne. Erinnerungen habe ich, glaube ich, echt nur gute, aber an beide Jahre, wo man das Finale erreicht habe und gewonnen habe. Man gewusst, auch da ist man ein Stück weit im Pokal die beste Mannschaft in Deutschland. Man hat sich gegen viele gute Mannschaften durchgesetzt. Das war damals natürlich schon präsent. Und klar, was natürlich für mich so das absolute Highlight in beide Jahre war, war einfach auch die Siegerehrung im Olympiastadion. Dann, das war schon was extrem Besonderes und da hat man allein schon mal das Feeling aufgenommen, was aufkommt beim DFB-Pokalfinale. Es ist eine riesige Freude. Ich glaube, es gibt ja nichts Schöneres, wie mit seinem Heimatverein sozusagen, der Verein, den man im Herz trägt, das Größtmögliche zu erreichen. Das ist ja genau das, wonach jeder Fußballer, glaube ich, strebt. Dieses Jahr ist das Größte, was wir erreichen können, international zu spielen und natürlich eben im Pokalfinale zu stehen und hoffentlich den Titel zu gewinnen. Eingeschworenes Team. Leipzig ist zusammengekauft. Haufe, Red Bull, Brause, vergiss es. Eigentlich bin ich ja Gladbach-Fan. Oh. Ja. Punktelieferant für Freiburg eigentlich. Aber das zweite Herz schlägt natürlich für das SC Freiburg. Und deswegen ist man auch richtig angespannt. Voller Fokus morgen aufs Spiel. Hoffentlich ein Sieg. Oder bestimmt ein Sieg und einfach ein geiler Tag für uns. Na, wir sind der größte Fanclub außerhalb von Baden, so wie wir gehört haben, mit über 100 Mitgliedern. Deswegen sind wir jetzt hier die Heimfans und bieten natürlich jetzt geile Atmosphäre schon für den Vorabend und dann soll es morgen richtig abgehen, einfach geilen Fußballabend haben. Wir haben richtig Bock auf morgen. Wir werden morgen um 11 Uhr schon am Breitscheidplatz stehen, feiern und ja, wird einfach ein geiler Tag morgen. Einfach geilen Tag haben, geiles Fußballfest haben. Es ist einfach ein super Gefühl, eine super Stimmung hier. Tausende von Freiburg-Fans, alle versammeln sich friedlich, haben Spaß gemeinsam und freuen sich so auf das Pokalfinale heute Abend. Ich glaube, das ist ein super. Genau das wollte ich sagen. Fans bis zum Horizont, war echt ein geiles Erlebnis. Auch mit Wetterumschwung, absolut abenteuerlich, aber bin jetzt froh hier zu sein und jetzt wird's abgehen. Ich glaube, man braucht nichts drumherum reden, das wird was ganz, ganz Besonderes und es ist auch völlig in Ordnung, wenn da vorne eine besondere Stimmung herrscht. Für die meisten ist das erste große Finale, aber ich glaube, auch daraus können wir Energie ziehen. Wenn wir rauslaufen in das Stadion mit 80.000 in unsere Kurve schaue, mit 30.000, 40.000 Freiburger. Ich glaube, das kann auch dann wieder Energie freisetzen und das ist auf jeden Fall positive Energie. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall vor nichts Angst haben dort. Thank you.
Enttäuschung, aber ein sehr schönes Spiel gesehen. Tolles Erlebnis, einmalig und für Freiburg ganz, ganz toll. Und wir hoffen, dass wir wieder mal nach Berlin fahren dürfen. Ich fand es auch gut, aber mein Papa wollte, dass ich den Schal anziehe. Aber ich bin Leipzig-Fan, ich freue mich. Tja, so ist wenigstens einer von uns zwei glücklich und jetzt gehen wir auch zufrieden nach zu Hause und hoffe auf nächstes Jahr. Traurigkeit durch und durch. Ich bin auch glücklich. Mir leid schon, dass wir es so weit geschafft haben. Die haben es so gut gemacht, aber die Leipziger, die schaffen es durch ein Elfmeterschießen, die waren viel schlechter. Ja. Tobi, egal, trotzdem Freiburg hat es allein schon, dass sie es so weit geschafft haben. Die waren viel besser. Die haben zwei Lattenschüsse gehabt. Das ist unglaublich eigentlich, was die geschafft haben. Wenn wir hinterher nach dem Finalspiel sagen können, wir haben alles gegeben, und gehen dann vielleicht als Verlierer vom Platz, dann glaube ich, können wir trotzdem erhobenen Hauptes nach Freiburg zurückkehren. Und ich glaube, das wird die Hauptsache sein. Ich glaube, der Moment, als wir rausgelaufen sind zum Warmmachen, war schon wirklich ein absoluter Gänsehautmoment. Es war unglaublich, wie viele Leute da waren, in der Stadt waren. Auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, weil das werden wir unser Leben lang, glaube ich, nicht mehr vergessen. Es war grandios. Es waren, schätze ich, 50.000 Leute. Es war unfassbar. Wir sind alle total glücklich und total traurig, weil wir verloren haben. Aber das Glück und die Dankbarkeit überwiegt alles.